Es sind gut 4 Wochen vergangen, dass der Frank Köstler und ich den letzten Teil von Corona-Krise, das Ende der Truman Show, Fragezeichen, gemacht haben. 4 Wochen, in denen viel, viel geschehen ist, in denen ihr viel erlebt habt, vielleicht auch Wut, seid auf die Straße gegangen, wie auch immer, das erste Mal vielleicht in eurem Leben, oder habt eine Petition unterschrieben, wie auch immer. Wir wollen diese 4 Wochen zusammen beleuchten, Frank Köstler und ich. Und jetzt geht's einfach los. Ja, einerseits ist unheimlich viel passiert, lieber Götz. Es freut mich, dass wir mal wieder zusammen hier sind. Toll. Andererseits habe ich bemerkt bei der Rückbetrachtung von unseren Sendungen, dass im großen Bild gar nicht so viel passiert ist. Guck mal, wir haben damals in der Sendung 1, nehmen wir mal die ersten 20, 30 Minuten Truman Show Teil 1, wir haben gesagt, es ist nichts Kurzfristiges, sondern im Gegenteil, es ist eine Wendezeit, Leute. Alltag gibt es nicht mehr, ein Zurück gibt es nicht mehr. Wir haben damals schon gesagt, das Corona-Narrativ ist sehr fragwürdig. Da sind wir gerade angekommen, ja, mit über die ganzen vielen Virologen, Spezialisten hinweg. Wir haben gesagt, es ist ein Langzeitkonflikt. Wir haben gesagt, es gibt einen Wirtschaftsproblem, ein Wirtschaftscrash, ein Auseinanderfallen der EU und so weiter ist wahrscheinlich. Der Staatshaushalt kommt aus den Fugen. Und das alles haben wir am 25.03. schon so weit erörtert. Und ja, guck mal, wo wir uns sehr getäuscht haben, oder ich mich, ist die Zeitlinie, und da habe ich nämlich gemerkt, die ist von daher sage ich, es ist im Grunde wenig passiert. Wir haben natürlich unheimlich viele Ereignisdichte, aber vom Fortlauf der Dinge, den ich erwarte, ja, sind wir im Schneckentempo gerade mal weitergekommen. Ne? Da, und was wir jetzt merken, wir haben keinen 50 Meter, 100 Meter Lauf, das gibt einen Marathon, aber wie er sich gewaschen hat, ne? Fragt sich, wer die Fackel dann so trägt. Wir sind mitten weiter in der Drehbuchabarbeitung, in diesem inszenierten, geplanten Ablauf. Und wo wir richtig Federn gelassen haben, beziehungsweise wir haben es ja auch immer in Frage gestellt, ist die Q-Sache. Mhm. Ob das Corona oder Q-Rona ist, die Masken sind gefallen. Und wir können heute konstatieren, was alles, was mit Q und Zeitlinien im Mai zusammenhing, stufe ich jetzt für mich ein als eine Psy-Oper, das ist also eine psychologische Operation, war eine weitere Maske, war eine weitere Kulisse, genau danach haben wir gesucht, damit haben wir jetzt eine weitere Kulisse gefunden, die wir einfach runterreißen müssen. Wenn ich mir überlege, was wir in diesem manisch-depressiven April, ne, bei Laune gehalten worden sind. Ne? Da waren diese Tagesschau-Ereignisse, die Versprecher, es waren die Militärtransporte und. Was ist passiert im April? Nichts. Und diese Katerstimmung, also erst diese, am Anfang, wo wir miteinander geredet haben im April, war es ja ziemlich manisch. Jeder war auf News etc. Und dann über den Karfreitag bis zum Ostersonntag, Montag, also ich habe es richtig gespürt, wie das nach unten weggezogen ist, die Stimmung. Was für eine Katerstimmung am Montag war. Hast du die auch bemerkt, oder? Mit den Zeitlinien, ne, zum Beispiel. Ja. Die Zeitlinien, genau, ich rede von den Zeitlinien. Ja, ja, wobei ich noch nicht fertig bin mit Q, sie als Kulisse einfach runterzureißen. Und dass also wirklich Weltbewegendes in der Zwischenzeit passiert ist, ich weiß nicht genau wann, aber der Papst, ja, dass der Papst nicht mehr Papst ist, ist keine Verschwörungstheorie, sondern, also dass er sich nicht mehr so nennt. Ein deutscher Kardinal hat sich auf katholisch.de, kann man das gut nachvollziehen, darüber aufgeregt, dass Franziskus das Papst demontiert, weil in dem Annuario Principio, glaube ich, also in dem Jahrbuch des Papstes, halt nur noch Bischof von Rom auftaucht. Mhm. Alle anderen, die er hatte, unter anderem Vicarius Christi, also Stellvertreter Christi,
und Pontifex Maximus, dann der Souverän des Staates, des Vatikanstaates, all das steht unter historischer Titel. Historisch. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich wollte jetzt nicht sagen, Q ist fake. Habe ich auch nicht. Ja? Ich sage, die Zeitschiene, die Ereignisse, die uns durch den manischen April gezogen haben, die waren komplette Kulisse und die haben sich als fake herausgestellt. Das ist nun mal Fakt. Da gab es sehr viele Sachen. Die meine ich. Ja? Das war eine Psy-Oper. Und da schlug dieser manische April wirklich in einen depressiven um. So habe ich das erlebt, ja. Okay, mach mal weiter. Das meine ich. Also Q als Bühnenfigur in dieser 3D-Welt bleibt hochinteressant, ist ein Schlüsselspieler. Alles, was daraus Nachrichten zieht, ist aber, Achtung, reaktiv. Ja, und Interpretation. Gell? Also die warten auf die Drops, dann werden die interpretiert und es gibt ja keine Gewährleistung, gar nichts. Ne? Also so. Und wir haben jetzt immer noch eine Zeitlinie, das ist dieses Yalta 2 am 9.5., das da auch schon wackelt, wo der gute Herr Putin gesagt hat, naja, ob wir da jetzt wirklich dann auch Militärparaden haben, ist sehr fraglich. Nichtsdestotrotz denke ich, der 9. Mai, 8. 9. Mai ist vom Bedeutungsgehalt sehr hoch. Es bleibt ein spannendes Datum. Es wird wohl nicht das Schlüsseldatum, das angedacht war. Dann haben wir am 14. Mai immer noch den Namenstag von, na, darfst mal raten, Corona. Also das ist so ein Ding von mir, wo ich mir denke, okay, wenn da die Drehbuchautoren die jetzigen nichts reintun, wann denn dann? Also 14.5. rechne ich schon mit irgendwelchen wegweisenden Neuigkeiten. Meine persönliche Meinung. Hätten sie auch Humor. Bitte? Dann hätten sie auch. Hätten sie auch, ja genau, hätten sie bewiesen. Und was ich halt auch bemerke, und da liegen wir Teil 3, Teil 4 auch sehr richtig, also ich sehe uns auf einem wirklich gut beobachtenden Path. Ich habe gesagt, Leute, orientiert euch an der Heldenreise, orientiert euch an Drehbüchern, an Hollywood. Es geht andauernd weiter nach unten. Es ist weiterhin Platz nach unten. Das ist passiert jetzt mit der Maske, Impfpflicht. Wir nähern uns dem Umkehrpunkt, hoffe ich, ansonsten würde das Gewürge nämlich noch ein bisschen länger gehen. Aber Fakt ist, wir sind immer noch auf diesem Weg nach unten. Und komischerweise, mittendrin jetzt in der totalen Depression fangen die Leute an, wieder halbwegs normal zu lesen. Wir leben, die haben zwar Masken an, aber es ist wieder Verkehr auf den Straßen, die shoppen normal, du kriegst Klopapier, Hefe, Brot. Ich denke mir, sag mal, Leute, die Auswirkungen von dem ganzen Ding fallen uns in 4, 5 Monaten volle Kanne. Und da hab ich übrigens auch RV-Ergebnisse dann, volle Kanne auf die Füße. Volle Kanne auf die Füße. Das ist bisher der Trend und das ist bisher auch die größte Wahrscheinlichkeit. Und das will ich jetzt auf den Punkt bringen. Ja. Vielleicht die Inszenierer im Hintergrund, vielleicht haben die ja, ich bin sicher, die halten das Ganze in der Waage ein Stück weit jetzt auch hinsichtlich Inflation oder Deflation, um das umzudrehen. Ja, da haben wir Hinweise. Aber wir brauchen dafür die Trendwende. Der Trend weiterhin, nach wie vor, seit Ende März ist, es geht weiter bergab in Richtung tägliche Horrorshow. Ich will jetzt hier keine schlechte Laune machen, aber wir haben noch zu, auch jetzt die Massendemonstrationen. Wir haben Demonstrationsrecht wieder, es wurde so weiter wieder eingeräumt, zumindest nicht mehr die, und dann hast du eben die Demos. Ja, klar, okay. Ja. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wir distanzten dann in den Mai, ne? An Walpurgis, und der sieht bisher nicht viel besser aus als der April. Ja, also es formiert sich hier in Leipzig auch etwas, aber und in Hannover war ich ja auch eingeladen als Redner auf einer Tour. Und ja, da sind im Hintergrund offensichtlich Kräfte, die ein Interesse haben, diesen Widerstand zu steuern. Ich werde wahrscheinlich morgen das letzte Mal auf so einer Demo singen und reden für die Grundrechte und so weiter. Aber die Zielrichtung des alten Denkens ist, wir müssen die Massen auf die Straße bringen. Die Massen. Ich mag keine Massen. Ich liebe Menschen, aber ich mag keine Massen. Also in dem Sinne von Massenmensch. Altes Denken, sehr altes Denken. Und da mache ich einfach
nicht mehr mit meinem Zugang. Ich habe hinsichtlich gesteuerten Widerstand auf meinem ganz neuen Kanal mit Minis-Klickzahlen habe ich ein Video gemacht, weil mir genau das auch aufgefallen ist, dass es hier einige... Frank Köstner. Was denn? Komm, schrüber ein, noch, oder? Dein YouTube-Kanal heißt einfach Frank Köstler, ne? Ach so, ja, Frank Köstler, genau. Ja, genau. Frank Köstler heißt er. Okay. So wie ich auch. Ich habe jetzt, weiß nicht, 15 Videos erst drin, aber ich habe eben auch, weil mir fielen Schablonen auf. Mir fielen Schablonen auf und die haben mich sehr an Charlie Hebdo zum Beispiel erinnert. Ja, ich will jetzt, ja. Ich rede von Mustern. Als damals bei Charlie Hebdo, da gibt es aber auch ein Video, ich will jetzt hier nicht unsere wertvolle Sendeleistung, Zeit dafür, aber da auch schnelle Massen, die mobilisiert werden, gut ausgestattet, jeder hatte damals diese Plakate, medial werden sie gehypt, sie haben mediale Fläche und so weiter. Und das waren Sachen, da werde ich einfach erstmal ein bisschen, also das muss man mir dann erklären. Ja, also dann tauchen bei mir Fragen auf. Sagen wir es mal so. Mhm. Ja. Skepsis auf. Ist so. Letztendlich ist es so, ja. Ist dann auch eine Skepsis bei mir da. Ja. Das ist auch aus dem Remote-Viewing kennen wir das einfach, das Ablenken, das Ableiten von Energien. Du hast einen guten Impuls und du hast viel Quantität dahinter und den musst du dann nur schlau tschuk. So kommt man auch schnell am Target vorbei. Das kennen wir alles. Also ich treibe mich mit diesen Ausführungen auf der Kollektivebene rum. Da bin ich ein Stück weit zu Hause, da beobachte ich die Dinge. Also gut, ja. Wolltest du noch was sagen? Ansonsten würde ich zur Zustandsbeschreibung kommen schon. Ich bin gespannt. Ah, okay. Also Zustandsbeschreibung wäre jetzt, mein Bild wäre eine Costa Concordia. Du weißt da drüben, das ist für mich ein Ding gewesen, wo das Auseinanderfallen Europas unter anderem eben zelebriert, ritualisiert wurde. Ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt den Punkt, die Costa Concordia hat ein Loch im Rumpf. Ja, sie fährt noch. Aber sie wird unweigerlich, wie auch die Verwandtschaften zur Titanic etc., habe ich alles beschrieben, irgendwann untergehen. Sie wird untergehen. Das ist der Zustand unserer jetzigen Gesellschaft, unserer jetzigen Wirtschaft, unseres jetzigen Finanzwesens und so weiter. Okay? Leckgeschlagen, das Ding fährt, die Leute gehen einkaufen, kommt mir wirklich vor wie so ein komischer Film da draußen und es wird untergehen. Und auf dieser Spur sind wir. Reine Zeitfrage. Das ist momentan die größte Wahrscheinlichkeit, die da ist. Okay? Mag ja geändert werden können in einer bestimmten Philosophie. Das ist die Wahrscheinlichkeit, die vorherrscht. Ja. Ja? Und das ist alles Truman die ersten 20 Minuten. Das wird umgehen. So. Ja, wir rasseln voll in Richtung Wand. Wir sehen das. Schau mal, jetzt, um das ein bisschen zu unterfüttern mit Argumenten. Du hast jetzt als Finanzamt die Steuervorauszahlungen, die ausbleiben werden, die Steuern, die nicht mehr die normalen, die eingetrieben werden können, das Wegbrechen von ganzen Wirtschaftszweigen etc. pp. Ich glaube, da, und das in Verbindung mit einer hohen Zuwanderung, einem Konsum, der sich auch in Bereichen, an die heute noch keiner denkt, Möbel oder wegen mir auch Online-Möbel oder so, die Leute denken schon um, die kaufen nicht mehr, die konsumieren nicht mehr. Das ist das Ende, das Ding bricht zusammen. Das Ding bricht zusammen. Ja. Und da brauchen wir eben eine Trendwende. Und solange wir keine Anzeichen für diese Trendwende sehen, fährt es gegen die Wand. Ganz einfach, ganz einfach. Also bräuchten wir im Grunde Hoffnung. Hoffnung. Für Hoffnung bräuchten wir Trendwende. Zuversicht, weil Hoffnung Zweifel. Okay. Und jetzt kommen wir auch schon ein Stück weit auch eben in den spirituellen Bereich schon rein, weil ich würde jetzt in den Raum werfen, woran klammert sich Hoffnung, warum, mit welchem Teil meiner ist Hoffnung verbunden oder Zuversicht verbunden? Ich bin dann eher einer der Vertreter, die sagen, mit Hingabe, Annehmen, ja, komme ich weiter, komme ich unter Umständen weiter. Aber da kann man auch wirklich sehr viel miteinander reden, ja. Was wir uns bei diesem Szenario vor Augen halten sollten, ist immer wieder, es ist ein globaler Konflikt. Es ist keine Sache, die jetzt nur auf Deutschland bezogen ist oder nur auf Europa. Es ist auf diese Unfassbarkeit eines Hausarrestes,
steht in ganz Deutschland, auf der ganzen Erde. Ja, ganz klar. Ja. Ja. Es ist ein globaler Konflikt. Es ist ein globaler Zusammenbruch, der offensichtlich auch gewollt ist. Obwohl sich viele nach den Fleischtöpfen Ägyptens, ja, das ist ein Synonym aus der Gefangenschaft, ne, des Volkes Israel, diese Sehnsucht nach den Fleischtöpfen Israels, also ja, statt Freiheit, Sicherheit. Mhm. Oh ja, gib mir die Sicherheit. Was mir halt wirklich Gedanken macht, ist der Grad der Denunziation. Wir haben hier gerade wieder ein neues Beispiel, das habe ich jetzt ganz neu erzählt bekommen. Da war jemand, ein Polizist berichtet, dass er einen Notruf auf der 110er-Nummer bekommen hat und hat eine Frau angerufen, weil der vor ihr einen Wagen hatte mit 3 Päckchen Nudeln. Das sei doch verboten, man dürfte doch nur eines nehmen. Das tatsächlich, also dass wir uns so derart spalten lassen, auch vor dem Hintergrund, dass wir jetzt ein paar Masken aufziehen sollen. Entschuldigung, wenn ich sage, auf meinem Kanal habe ich das sehr genau auseinandergenommen, hinsichtlich Bedeutungsgehalt, spiritueller Verkettung und Verknechtung, die wir da aufmachen. Und die Masken oder jetzt auch die Impfpflicht, ja, die im Raum steht, wie da mit uns hantiert wird. Ja, okay, das ist alles hohe Stressoren, die ins Gesellschaftskonstrukt eingegeben werden. Aber wie schnell das zu einem nachhaltigen Auseinanderfallen von Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit führt, das hat mir doch schon Angst gemacht. Gell? Das hat, ich weiß nicht, wie es dir geht. Da draußen, das atomisiert ja förmlich. Ja, bevor wir jetzt mittlerweile einkaufen gehen, wir gehen nur noch zu zweit, um sowas wie einen energetischen Schutzschirm schon mal zu bilden. Heute haben wir gar nichts mehr bekommen, weil wir halt ohne Maske nirgendwo reingehen. Also es geht jetzt gar nicht mehr. Okay, aber man kann sich umstellen. Also da kann man auch wieder viel zu sagen, werden wir auch tun im Laufe der Zeit. Gut. Also ganz kurz, Atomisierung bedeutet, Atome haben immer die Eigenschaft, sich zu gruppieren. Das heißt, wenn du jetzt von Atomisierung sprichst, erlebe ich, dass aus den Atomen sich wieder neue Moleküle bilden. Ja, weil die wollen gebunden sein. Ein Atom für sich ist eine gedankliche Konstruktion. Das gibt es gar nicht in dem Sinne. Es gibt immer nur Atomverbünde. Und wenn wir atomisiert werden, heißt das, dass wir uns neu gruppieren. Das heißt, ne, auch im Freundeskreis sich herausstellt, ich habe das jetzt bei Facebook mal, hinter den Masken fallen die Masken, dass wir uns neu sortieren. Ja, auch mit neuen Menschen, die innerhalb ganz kurzer Zeit mit uns ganz eng verbunden sind. Eine ganz große Offenheit existiert, eine Liebe, ein Nicht-Kampf-Prinzip, was völlig Neues ist. Ja, ich bin politisch denkend seit 1970, seitdem ich 11 bin. Und ich habe in der Umweltbewegung, in der Friedensbewegung, damals als 14-Jähriger beim Kommunistischen Bund Westdeutschland, überall ging es um Kampf und Macht und alles. Ja, wer am besten reden kann und Ego-Scheiße obendran. Und was ich jetzt erlebe, ist, dass sich Atome finden, aus der Atomisierung, wie auch immer, die eine ähnliche Frequenz haben, um sich zu neuen Gemeinschaften, neuen Zellen zu bilden. Jenseits der Maßen, aber mit großer Wirkung. Ja, das wollte ich nur mal einwerfen. Auf deine Atomisierung. Genau das erlebe ich tatsächlich jetzt auch auf der ganz persönlichen Ebene hier zu Hause mit meinem, ich sag mal, Outing von diesem neuen YouTube-Kanal und dem Flaggebekennen. Weil ich war vorher, bevor ich zu dir kam, nicht vereinheitlicht. Ich hatte mein Rückleben, mein Jetzt und auch da. Mir wurden es auch zu viele Rollen. Mhm. Und es ist so schön zu sehen, mit diesem sich vereinheitlichen, was an Resonanzen kommt. Götz,
Total geil. Total klasse. Total klasse. weil man plötzlich auf eine Frequenz schwingt, die wird von anderen erkannt. Und ich hatte jetzt dann auch sogar Honigkunden, die kannten schon diesen Mini, sagen, hey, ja, doch, ich kenne dich. Finde ich toll. Ja? Weißt du, das vereint sich. Es vereint sich. Ja. Hier in der Region auch. Und das war früher immer so der Dorfmensch und dann ist jetzt eine Einheit und fühlt sich total gut an. Ja. Vielleicht sollten wir, die Leute warten, denke ich, drauf, auf diese drei Ebenen nochmal kommen. Ich weiß nicht, wie lange wir noch haben. Oh ja, wir haben gut Zeit noch. Bitte. Dann war ich jetzt zu schnell die ganze Zeit. Okay, nee, macht nichts. Auf dieser 3D-Ebene hier in Deutschland gab es ja auch wieder ein paar Geschichten, die vielleicht interessant waren, dass unsere Frau Merkel, die Bundeskanzlerin, jetzt in einer, nicht mehr in einer Staatskarosse abgeholt wird, sondern im VW-Bus. Ja, das hat ja etwas sehr Passives, wie sie da fremdbestimmt und umringt von Männern einsteigt und die machen ihr zu. Es hat fast was symbolisch gesehen von einem Gefangenentransport. Und da fiel mir dann auch ein, ja klar, dieser VW-Bus heißt ja auch Transporter. Ist das nicht lustig? Also lustig, symbolisch halt. Ne? Und da wird also ich finde, da wird bildlich so ein Marionettengehalt dargestellt, ne? So ein Freigang inszeniert. Du mach jetzt mal deine Rede und danach husch, husch ins Transporterchen, Tür zu, weg. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber mir kommt es so an, ja. Mhm. Ja, und weiterhin bleibt Chef, auch wenn diese ganzen Timelines im April umgegangen sind, bleibt weiterhin interessant. Also von der Schweizer Grenze hört man jetzt, dass da Zöllner mit Chef-Logo stehen. Da hat sich einer ja schon fast vereidigt für, dass das so sei. Weiterhin, wir hatten diesen Erdöl-Deal von Herrn Trump, das hast du vielleicht mitbekommen, der die Erdölpreise runtergezogen hat. Nicht mitbekommen? Der hat einen Deal ausgehandelt und du weißt, unsere gesamte Wirtschaft der letzten 100 Jahre, diese Kriegswirtschaft über zwei Weltkriege hinweg, die war immer gekoppelt an eine florierende Erdölwirtschaft. Da laufen die großen Zahlungsströme bei uns in der Welt, ja? Ja. Und der Dollar lebt vom Öl. Gesenkt. Der Dollar lebt vom Öl. Gäbe es denn das Öl nicht, den Ölhandel, aller Ölhandel wird in Dollar gemacht. Und gezahlt und über Armee rückgesichert. Also wo früher die Goldsicherung war, hast du jetzt dann die Armeesicherung. Ja? Das wird ja immer so. Ja, aber tatsächlich, ja. Also an den, was ich rausstellen will, am Erdölpreis zu fingern, da nach unten wegzudrehen, das wäre vor einem halben Jahr undenkbar gewesen, aufgrund der ganzen globalen Seilschaften, die da sind. Das wäre Austrocknung. Wenn du da rangehst, trocknest du aus. Ja. Es zeigt also, es gibt einfach auf dieser 3D-Ebene Spieler, die entgegengesetzte Kräfte haben. Und der Herr Trump hat da eine hochinteressante Rolle. Eine hochinteressante Rolle. Ja. Darf ich, wenn du gerade bei Trump bist, wenigstens eine Frage. Wir haben dieses Jahr auch an euch Zuschauer, dieses Gesprächs ist nichts abgesprochen. Wir haben einfach nur gesagt, wir kommen, wir machen nochmal eine Sendung. Deswegen ist das nicht abgesprochen. Auch die Frage ist mir jetzt gerade gekommen. Hast du dich mit diesem Foto vom White House beschäftigt? An der Air Force One. Air Force One, ja. Hochinteressant, natürlich. Also ich beschäftige mich mit allem, was du gekriegt hast. Kommt das heute noch vor? Weil, liebe Zuschauer, guckt einfach mal Twitter, White House, und dann werdet ihr die Air Force One, also die 747 des Präsidenten sehen und auch eine Gangway. Aber das ist nicht interessant, sondern schaut einfach mal, was da an der Düse, also an der Turbine für ein Wesen steht. Und das als die offizielle Twitter-Seite vom White House. Was das ist das für eine Botschaft? Ja, was ist das für eine Botschaft? Das wurde ja auseinandergenommen, dieses Foto. Ne? Und da hast du tatsächlich, du hast diesen Riesen, es ist mindestens ein Riese. Jetzt haben viele gesagt, ja, der steht vielleicht ein bisschen weiter vorne, Käse. Du siehst es. Ja? Das ist mindestens ein Riese, wenn nicht gar, ja,
ein anderes großes Wesen. Und dann gibt es auf diesem Foto, aber da kann man im Internet, kann man da Abhandlungen drüber finden, gibt es auf dem Foto weitere Merkwürdigkeiten, die nachfragenswert sind. Von den Personen, die abgebildet werden, kann man sich dann mal reinschauen. Ne? Also, es gibt darüber Videos, die sich damit auseinandersetzen. Ne? Hochinteressant. Hochinteressant. Weil nichts ist zufällig. Ne? Nein, nicht auf dieser Ebene. Politisch denken ist ja, als ich denen sagte, hey, der Papst ist nicht mehr Papst, da regen sich sogar die Kardinäle hier auf. Das ist doch nur ein Adressbuch. Aber ich habe mich mit Kirchengeschichte auseinandergesetzt. Ja, und nichts ist da zufällig in einem Druck eines offiziellen Organs. Übrigens kannst du deine Kamera mal so stellen, dein halber Kopf ist nur zu sehen. Das wollte ich dir schon sagen. Oh, das ist hier eine ganz, ganz kritische Sache. So. Ganz bisschen noch, ganz bisschen. Na ja, gut, da oben kommt eh nur Haut, Götz, ja. Also von daher, einen halben Zentimeter noch ran. Ja, also dass man deinen ganzen Kopf sieht. Wunderbar. Ja, und der Papst, ja. Das ist ja auch eine Inszenierung. Bilder in den öffentlich-rechtlichen beziehungsweise globale Bilder sind nie zufällig. Die sind exakt austariert. Wie er da alleine seine Messe liest, ganz alleine. Dann hat er seine drei Diener um sich rum und der Petersplatz oder wie er heißt, der ist leer. Im Regen auch noch, ja. Mhm. Sehr interessant fand ich auch, dass Herr Trump diesen Zahlungsstopp an bestimmte NGOs forciert hat, die ja auch die Impferei forcieren wollen. Ne? Also ich drücke mich extra etwas genereller aus, nicht, dass da irgendwie Probleme da entstehen. Ja? Das geht in dieselbe Richtung wie diese Erdölsache. Da werden Zahlungsströme, globale werden ausgetrocknet. Das ist super interessant. Und das sind auch jetzt für die Leute, die draußen zuhören, sind das echte Hoffnungsmarker. Mhm, ja? Das ist nicht negativ. Ne, oder guck an, der eine Freund von ihm, der Henry Graves, ne, der hat ja jetzt Anteile am Springer-Konzern übernommen. Muss nichts heißen. Kann ganz normales, alltägliches Handeln sein. Bei mir ist die Bild-Zeitung jetzt unter Beobachtung. Also ich lese jetzt immer ein bisschen Bild-Zeitung, ob sich da was tut. Beobachten. Wäre die sanfteste Möglichkeit, wie man in dieser Republik vielleicht über Mainstream-Medien, die Leute sanft umdenken lässt. Dann hätten wir es aber noch mit einem sehr, sehr langen Prozess zu tun. Also davon gehe ich aus. Ich gehe davon aus, dass wir am Anfang sind. Am Anfang. und dass es wirklich darum geht, dass jeder sich entscheidet. Will ich dieses krankmachende System, ja, wo die Psychiatrien, die psychosomatischen Kliniken voll sind von ausgebrannten Menschen, die nicht das tun, was ihr Herz ja zum Singen bringt, sondern aus Gründen der Mietzahlung oder Policenzahlung, wie auch immer, Lebensstandard, im Hamsterrad sind. Wollen wir da wirklich zurück oder wollen wir was Neues entwerfen? Aber eben nicht im Sinne von einem, ja, von den Fleischtöpfen Ägyptens oder wie bei Hazel in Watership Down, diesem unten am Fluss, ne, eingezäunt, sicher vor dem Fuchs, gut genährt, er gibt uns immer Essen, ne, so zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen. Ich bin da noch nicht mit fertig, aber es scheint mir, ne, dass das genau dieses Eingezäunte. Ja, also wir werden jetzt vielleicht irgendwann von ja, Bodenhaltung auf Freilandhaltung Freilandhaltung, ja. Ja, trotzdem müssen wir unsere Eier abgeben. Ja, also da möchte ich auch nochmal rein. Weil ich schon wieder mitbekomme bei den Leuten immer noch, Truman, erste 20 Minuten, wann ist denn das endlich mal vorbei? Es hat noch gar nicht richtig angefangen, das ist alles noch Kindergarten. Wir haben von 1000 Dominosteinen sind 5 gefallen, wenn wir jetzt mal so einen Vendetta-Vergleich zu dem Film machen wollten, ja? Das geht erst noch los und ich bin 100% bei dir. Und die Entscheidung, sich zu positionieren, du hast eben was ganz Wichtiges gesagt, dass sich die Spreu vom Weizen trennt.
Das ist ein Trend dieser Tage. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen in allen Belangen, auch in den Familien. Mhm. Was nicht wahr ist, hat keinen Bestand mehr. Was auf faulen Kompromissen aufgebaut wurde, hat keinen Bestand mehr. Und da werden jetzt, da ist Maske und Impfen ist schon krasser, aber Maske ist nur eines, wo die ersten nassen Waschlappen ins Gesicht des Einzelnen fliegen, wo jetzt zu ihm gesagt wird, du musst dich positionieren. Du musst eine Position beziehen und musst die jetzt, und wenn du dir eine Maske aufziehst und machst dich damit zum Sklaven etc., ist es okay, es ist eine Position. Da gehen die Wege jetzt auseinander in dieser Welt. Und da muss ich, weil du gerade die Masken ansprichst, als ich mal meinen Bruder gepflegt habe für ein paar Tage und zurückfuhr, war der Zug leer und es stieg dann in Braunschweig eine Frau mit Maske ein und setzte sich in die andere Viererkoje. Und ich dachte, meine Güte, Maskenpflicht ist doch morgen erst in Sachsen. Und als sie dann ihr Brot aß, nahm sie das runter und dann habe ich sie so gefragt, sagen Sie mal, darf ich Ihnen mal eine Frage stellen? Ja. Tun Sie das aus vorauseilendem Gehorsam oder glauben Sie etwa an Ansteckung? Und was daraus kam? Das war ein Freigeist. Diese Frau war ein absoluter Freigeist, die sagt, ich nehme meine Maske und denke dahinter mir meinen Teil und informiere mich, ja, über diese Truman Show, die jetzt hier gerade zu Ende geht, die eine, und vielleicht ist die andere gerade das Screenplay schon, also das Drehbuch schon geschrieben, und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wollte nur sagen, hinter den Masken fallen die Masken, dass jetzt Menschen sich positionieren. Ja, und Sie sollten bitte, also wenn ich einen Appell machen würde, würde ich sagen, Leute, seid wie Wasser, seid bitte offen. Und für diesen Prozess, denn ich bin sicher, das gehört zu diesem Gesellschaftsexperiment, was hier läuft. Die einen, die sich sofort einknicken lassen, die anderen, die es nicht tun. Ich kann nur sagen, Wege entstehen beim Gehen. Es gibt mit dem Intellekt, ist das alles, was hier passiert, nicht lösbar. Wir werden es wahrscheinlich auch nicht mehr mitbekommen. In den nächsten 50, 80 Jahren wird man vielleicht da langsam, sieht man jetzt mit dem Ersten, Zweiten Weltkrieg, ploppt ja auch alles neu hoch, wird neu geschrieben, sind viele. So, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen. Aber ich kann zum Beispiel ein kleines Beispiel geben, jetzt aus meinem alltäglichen Erleben. Durch diese Maskenpflicht war ich unfähig, ich will die nicht mitmachen. So. Also gehe ich halt jetzt nicht mehr einkaufen. So, bumm. Kann man jetzt zustehen, können Leute doof finden, verstehe ich alles. Ich krieg das nicht übers. Ah. Ich bin kein Sklave, will keiner sein. Gut, egal. Wenn du dem Konsumismus entsagst, die ersten Meter, kommt eine ganz andere Wertschätzung für Dinge zurück. Das ist voll auf der Habenseite. Päckchen Butter ist jetzt was richtig Gutes, Großes. Und sowas habe ich habe ich verloren über die letzten Jahrzehnte. War ein Päckchen Butter? Nee. So, ich gucke im Kühlschrank schon ganz anders. Dann kommt Respekt der Natur gegenüber, kommt ganz anders wieder. Eine Rückverbindung gegenüber den Produkten, die ich da habe. Weil ich habe auch einen kleinen Schrebergarten und so. Und glaub mir, ich sehe einen Kohlrabi oder sowas. Oder die Pflanzen, die ich jetzt gieße. Ich mache hier keinen Romantikkram. Ich rede von mir. Die mache ich ganz anders. Früher habe ich die Tomaten mal gegossen, ja, ob sie welche haben oder nicht. Jetzt sehe ich jetzt schon an der kleinen Pflanze, ich brauche dich. Mhm. Und so umsorge ich sie auch ganz anders. Und ich glaube ganz fest daran, das ist ein Ding, wo wir hingehen wieder. Liebe, Dankbarkeit so einer Pflanze gegenüber, der Natur gegenüber. Ich merke in mir Veränderung. Und ich glaube, das geht vielen Leuten draußen auch so. Wenn sie den Weg gehen, zum ersten Mal Nein zu sagen. Und ach so, was ich auch gemerkt habe, es macht stärker. So wie mich jedes Ja sagen, ja, wegen mir, ich ziehe jetzt die Maske an. Ich habe es nur einmal zum Reinkommen 2 Sekunden gemacht, wegen dem Pförtner da. So wie es dich klein macht, macht dich das Nein sagen größer. Da kommen Energien. Und ich kann den Leuten nur sagen, geht den ersten Schritt, die Energien kommen und die Wege entstehen. Aber man kann es nicht mit dem Intellekt vorher, das geht nicht. Das haben wir auch die letzten Jahrzehnte immer eingeredet bekommen, alles zu verkopfen, zu zerdenken. Es ist ein geniales Werkzeug, unser Kopf, aber er funktioniert nicht für alle. Wir brauchen manchmal das Herz
und dann auch das Gefühl. Wobei das kann ja so durch die Wolkenschichten der Sonne kann das, also die Wolken seien die Persönlichkeit, die Sonne ist so diese Urenergie, aus der wir bestehen. Durch die Wolkenschichten der Persönlichkeit kann die Emotion oder das Gefühl oft eingetrübt sein. Aber das wäre auch schon wieder Extrasendung. Können wir dann? Ja, egal. Ja, das wollte ich schon mal sagen, ja. Ja. Und das ist auch ein Teil der Lösung jetzt für diesen Corona-Konflikt. Ein Stück weit in sich selbst zu gehen. Das haben wir aber auch schon festgelegt, haben wir auch schon gesagt. Also ich sage ja, unser Trend stimmt für diese Zeit. Also die Lösung liegt innen. Die Lösung liegt innen. Es geht um einen Wandel in uns. Und deswegen ist das Ganze auch global. Ja, weil jeder ja als sozusagen als Zelle dieses Menschheitsleibs mit seinen Nachbarzellen oder mit dem ganzen Organismus verbunden ist durch das Licht, was wir ausstrahlen. Und jeder Einzelne, der für sich in die Liebe kommt, ja, und raus aus dem Kampf, raus aus dem, sag ich mal, Recht haben von oben herab und Meinungsführerschaft und was war ja und die Massen stehen hinter mir. Okay, wo sind sie? Jeder, der ja in die Liebe kommt und vor allen Dingen mit sich selbst, das erlebe ich jetzt, dass die Menschen links, rechts rum ihre alten Themen wieder hochkommen, die noch lange im Dunkeln lagen. Ja, lange im Dunkeln lagen und jetzt angeschaut und gefühlt werden wollen. Also das wird nur über das Fühlen. Und das, was du beschreibst, das sind sozusagen Außenmerkhilfen. Hey, schau in dich. Das ist übrigens bei den Freimaurern. Ich war ja 2003 bis 2005 da und da hatte mir mein Bürger erzählt, der Lehrling schaut in sich, der Geselle schaut um sich und der Meister schaut über sich. Also die haben nur 3 Grade da gehabt. So, schau in dich. Also da kommen wir nicht dran vorbei. Da kommen wir jetzt nicht dran vorbei. Überlegt bei sowas halt immer, wie man das Leuten nahe tragen kann, für die genau unsere letzten 5 Minuten jetzt einfach nur Lall waren, weißt du? Jetzt reden sie von spirituell, da draußen sind doch die wirklichen Probleme, ich höre das richtig. Ich meine, ich kenne ja auch eine Menge Leute, die so sind. Und dann frage ich mich immer, wie kriegt man das an die ran, dass es kein Gelall ist? Ist es nicht. Aber das vielleicht mit einem Bild, das, ja, bitte, du hast eine Idee. Was hast du, welchen Ausdruck hast du eben genommen? Lall ist vielleicht wieder hessisch. So Lall, Gebabbel. Ja. Ach, jetzt hör auf zu babbeln, wir müssen jetzt mal wieder an die Fakten kommen. Ja. Also, wie lange habe ich in so einer Welt gelebt? War die gut? Nö. Nein, aber tatsächlich, ich meine, dieses Universum ist aus Bewusstsein gemacht. Ja. Und das Bewusstsein steuert letztlich auch die Realität da draußen. Es steuert letztendlich auch, was dir widerfährt. Nur da brauchst du wirklich... Also das ist auch übrigens eine Sache, ich will es jetzt nicht so viel, aber von meinem YouTube-Kanal, der wird auch jahrelang, wird es gehen. Weil wir arbeiten genau immer nur an diesem Detail. Bewusstsein steuert Wirklichkeit. Ja. So. Deswegen, okay. Ja. Deswegen ist diese Zeit auch gleichzeitig ein Angriff auf unser Bewusstsein. Ja, ein in die Enge treiben, ein Druck aufbauen, weil ohne Druck würden wir gar nicht in die Notwendigkeit kommen. Ja? Nämlich von den Klassenarbeiten früher. Ja, ich meine, wir würden nicht ohne den Druckaufbau nicht die Notwendigkeit sehen, etwas in Frage zu stellen, unsere Konzepte über uns selber in Frage zu stellen und. Ja, genau. Und Ich vergleiche dieses Corona immer. Auf das ja, auch das hat weiterhin Bestand. Alle gucken auf Corona. Niemand guckt dahinter. Da wird gerade unsere neue 3D-Schaubühne aufgebaut. Da kann es nicht oft genug sein. Im Hintergrund sind die wahren Aktionen. Wir werden mit einem Bühnenbild abgespeist. Ja, ich bezeichne dieses Corona immer als eine Geistesgrippe. Hier wurde entzündet. Ein Waldbrand würde angefacht. Und zwar der des Bewusstseins. Ja. Unser Bewusstsein, unser Kollektivbewusstsein wurde angezündet. Das brennt lichterloh, um ein Bild mal zu nehmen. Und die Selbstheilungskräfte sind aktiv, deswegen beschäftigen sich alle momentan damit. Alle damit. Die sind in der Heilung, die sind alle erhitzt.
Die haben alle Fieber. Ja? Der Heiser. Boah, ich bin heute irgendwie auf 180. Ich müsste auch mal ein bisschen runterkommen. Okay, aber du hast ja. Noch ein paar Sachen vorbereitet. Ja, schon. Ja. Mhm. Also, vielleicht noch ein paar, die zuversichtlich stimmen, dass es eben unterschiedlich ist. Das eine geht nach unten, noch mehr Repressalien, also Impfzwang. Ne, da gibt es ja Leute, die sagen, nur über meine Leiche. War ich kurz auch davor, das zu sagen, sag ich, nee, den Gefallen tue ich dir nicht. Leiche nicht. Ich sehe das Ganze karmisch. Also es gibt Widerstand bis zum Letzten. Und letztendlich, wenn da vor meiner Tür 5 SEK-Männer stehen, die halten uns fest und rammen uns die Spritze in die Armbeuge, dann ist das so. Aber Achtung, Götz, dann ist es karmisch wertlos. Genau. Das wird nicht passieren. Es läuft immer diabolisch, es läuft immer auf der Kontraktbasis. Verblenden, verführen, täuschen, irreführen, tralala, dass du dann einwilligst, weil du meinst, du musst. Aber das ist ein Konzept. Genau. Das ist immer wieder mein Bewusstsein. Ja. Das ist ein Konzept, was dir vorgemacht wird. Und das geht halt schon mit der Maske los. Ja, dann kann ich nichts mehr einkaufen. Ja gut, kannst du, um es wirklich mal runter, dann kannst du nichts mehr einkaufen. Sei Wasser, stell dich um, mach was. Für unsere Urahnen war das das Allernormalste. Die hatten keinen Supermarkt. Die hatten auch nicht mal Panne-Emma-Laden. Nee. Und die hatten noch nicht mal Online-Bestellungen. So. Noch nicht. Aber was wir da heute Möglichkeiten haben. Nein, ich möchte einfach da ein bisschen relativieren. Ja. Selbst wenn, und dann habe ich gleich bei der Maske den Fuß in der Tür. Je mehr Leute da jetzt mitmachen, umso schneller kriegen wir doch die nächste Stufe. Ist doch logisch. Ist doch logisch. Und dann habe ich bei der Maske den Fuß in der Tür. Es stärkt mich. Ich habe zuallererst den Fuß in der Tür und ich entdecke gleich neue Wege. Also ich finde es ein tolles So. Gut. Ja, du hast gesagt, wolltest du dazu noch was sagen? Ansonsten gehe ich nämlich in meine Vorbereitung, was du mir gesagt hast. Ja. Du hast mich ja ein Stück weit in die Hölle geschickt. Ne? Also ich habe jetzt noch mal eines getan, was ich ausdrücklich sonst nicht mehr tue, nämlich Remote Viewing auf aktuelle Sachen. Ja. Dafür habe ich 2006 mit Gesundheit und meiner Biografie bezahlt. Ich benutze das eigentlich nur noch privat. Ja. Eigentlich, ja. Ich beschäftige mich auch mit Randthemen, ja. Aber sowas wie jetzt mache ich eigentlich nicht mehr. Weil es momentan ist Corona ist so eine Sache, die ist wie ein mit Wasser aufgefüllter Luftballon, musst du dir vorstellen. Wenn du jetzt auf Gruppen-Kollektivbewusstseinsebene denkst, alles ist Corona momentan. Es gibt nur Corona. Ja. Und da passiert dasselbe wie damals beim UFO-Thema, nur mit dem Faktor 1 Million größer. Wenn du da reinstichst mit einer Session oder da reingehst, dann kriegst du, stech mal eine Nadel in den Luftballon, dann weißt du, was passiert. Du kriegst den ganzen Kram ab. Ja. Ja. Und du darfst dir das so vorstellen. Ich meine, letztendlich, und wollen die Leute wissen, was passiert denn in einem halben Jahr, in einem Jahr? Was sind die Pläne? Stell dir mal vor, du hast ein Stadion, um das einfach zu bebildern. Und alles, was ich jetzt sage, sind keine Ausreden. Es steht ein paar Daten. Ja, was ihr wollt, kriegt ihr. Aber es ist auch sowieso nur die Oberfläche. So, du hast ein Stadion mit 100.000 Leuten drin. Von den 100.000 Leuten wüssten einer, zwei, wegen mir drei, wären diejenigen, die wissen, was wirklich geplant ist. Okay? Und von den anderen 99.997 kriegst du genauso die Gedanken ab. Da kriegt die Stecknadel im Heuhaufen eine ganz neue Bewandtnis. Also, ich will sensibilisieren, in ungefähr so einem Szenario befinden wir uns. Und das ist... Okay. Ja, okay. Eine alte Session hat schon gesagt, es ist kein Sprint, sondern Marathon. Deswegen hatte ich dir das auch schon mal vor 3 Wochen gesagt, über WhatsApp. Ja, so in der Art, hab Geduld. Hier passiert noch eine ganze Menge und zwar auch Unerwartetes. Okay, was haben wir? Sieht gar nicht so aus, wenn ich hier hin. Wegen der Brille. Ich kann ja, ja. Einer hat gesagt, da sind wir bei einer allgemeinen, das ist eine allgemeine Feststellung, Bild von einem Stein. Es ist, als würde man einen flachen Stein übers Wasser werfen.
Einmal losgeworfen, flippt er, es gibt ein flaches Hoch und Runter, aber er wird sinken, früher oder später, das steht fest. Ich versuche, die so Erkenntnisse immer in Bilder, in Dialogen einfließen zu lassen. Das mache ich auch auf meinem YouTube-Kanal, weil wenn du immer sagst, es ist eine Remote-Viewing-Session, dann geht es auch schon los, ob das stimmt, also reden wir ganz normal drüber. Das habe ich mit der Concordia versucht zu sagen. Das Ding ist leckgeschlagen, gut, die hüpft dann nicht mehr, aber das Bild kommt rüber. Dann hatten wir auch drin, weil wir bei Widerstand vorhin waren, verkopft Link. Remote 4 haben die Angewohnheit, Wortspiele zu kreieren, derer, die sich nicht so genau bewusst sind. Link, links auf Link gedreht, das Unterste wird zu Oberst gemacht, da ist der Missbrauch ein bisschen mit drin. Link, falsche Richtung, Irreleitung, Verführung, Herzlosigkeit. Opposition und Chaos im öffentlichen Leben. Okay, gut, da brauche ich keine Session für. So Weimarer Verhältnisse etc. Dann auch Zerwürfnisse. Das finde ich sehr interessant. Die Zentralkraft sinkt. Und damit hast du wenn im Zentrum die Kräfte sinken, wenn du keine Akkumulation von Energien hast, dann gehen im Außen, auf den Flügeln, werden dann die Kräfte größer. Und genau exakt, das sehen wir. Also ich sehe dann, der war dran. Ja. Genau, da habe ich dann auch Interpretation, heißt Splittergruppen, gegengerichtete Kräfte nehmen zu, Weimarer Verhältnisse. So. Das habe ich dazu geschrieben, okay? Auch von mir. Von mir da noch? Nee, Entzweiungen. Entzweiungen, Kämpfe, Straßenkämpfe. Hast du gesehen? Nicht ich. Achso, okay. Das hab nicht ich. Interpretation, das ist von mir wieder. Entschuldigung, ich bin gerade hier etwas verwirrt. Revolution, ja. Notstandsgesetze, ja, Systemwechsel, aber es sind Interpretationen. Systemwechsel nach wirtschaftlichen, finanziellen, politischen Verwerfungen, ja. Mir war das jetzt handfest genug, was ich so hatte, um das mal wieder runterzubrechen, dass ich eine 1-3er-Wette konnte ich abschließen mit jemandem aus meinem Kreis auf einen Regierungswechsel bis November 2020. Ja? In Deutschland. Wo ich 1-3 eine Pulle Metternich, ja, Pulle, Metternich. 1-3. Also wenn wir November 2020 noch die Regierung von heute haben, kostet es mich eine Pulle Metternich. Trinke ich zwar nicht, aber ich finde den Etikett und das Namen ganz cool. Oder ist das ein Hinweis? Ich kriege 3 Pullen. Fand ich einen guten, könnte gut aufgehen. Ja? Also ich will damit sagen, das ist es mir wert. Dann die Zukunft der Pandemie. Man denkt, es geht, aber es bleibt verkleidet da und versteckt sich. Mhm. Fand ich einen sehr, sehr schönen Hinweis. In Bezug auf diese Wellentheorie, die wir jetzt haben, die auch von den Politikern immer wieder propagiert wird. Kommt die erste Welle, zweite Welle, wir können mit euch machen, was ihr wollt. Ja. Entschuldigung. Menschen schätzen die Situation falsch ein, geht länger, hat andere Kurven, also du musst immer so ein Ideogramm abarbeiten, sind irregeleitet, manipuliert. Er denkt, es ist gefährlich, ist auch gefährlich, aber nicht da, wo er guckt. Also das ist ein sehr wunderschöner Aspekt. Das habe ich akustisch nicht. Er denkt, es ist gefährlich, es ist auch gefährlich und dann? Aber nicht da, wo er guckt. Ach so. Also, im Grunde das Schlangenbeispiel. Wir gucken alle auf das Corona. Da hinten wird vielleicht eine NWO vorbereitet oder sonst etwas. Du hast vorhin auch ich bin da auch voll bei dir, mit dieses bedingungslose Grundeinkommen. Was bedeutet, finden jetzt alle toll, das ist im Grunde dann Hartz IV, vielleicht ein besseres Hartz IV, vielleicht mit weniger Kontrollen, aber du bist abhängig von diesem System. So, und wo wollen wir hin? Ins ungefähre Gegenteil, in die Selbstverantwortung. Mann. Ja. Und das sind alles diese Pakte, mit denen man Menschen versklavt, auf vielleicht eine ganz nette Art und Weise, wo sie denken, sie machen einen riesigen Deal, neudeutsch, aber sie tauschen, lieber Götz, sie tauschen dann nur Katzengold gegen Gold. Ihr Bewusstsein, ihre Souveränität, ihr Menschsein gegen ein ferngelenktes Existieren nach fremden Regeln. Dafür kriegen sie dann, was kriegen sie dann? Katzengold, also ein paar Zahlen aufs Konto. Was ich meinte eben von der Bodenhaltung zur Freilandhaltung. Ja, genau. Ja, aber der Zaun ist drum.
Dann haben wir hier ein AOL, analytische Überlagerung, müsst ihr euch mal gucken, ist hier die Sendezeit zu kurz. Ein Soldat, hatten wir da, der hinter einer Parkbank in einem Busch sitzt, in einer dunklen Kutte. Okay, ich stelle das mal so in den Raum, Soldat und Kutte, gut. Geht lange, länger als gedacht, Prozess mit vielen unerwarteten Facetten, plötzlich, okay. Interpretation derzeit als Weltgeschehen geplant, siehe Steinbeich. Wie ein Bach mit untergründigen Wirbeln. Es tut sich viel mehr hinter den Kulissen, meine Interpretation. Du merkst hier ran, das sind alles so Bilder etc. Wir kommen nicht richtig drauf. Mhm. Ja, und das ist genau das, was ich schon gesagt habe. Wir bleiben an. Ich kenne das, ich würde vor. Nee, das sage ich jetzt nicht, weil das ist zu heiß dann wieder. Vor einem Jahr hatte ich mal eine Session, da wurde ich auf was geschickt, ja. Und da kam ich auch nicht dran. Ich blieb immer an dieser Kulisse vorne ein Stück weit hängen. Ja. Also, okay. Darf ich eben kurz nachfragen? Ja, klar, Logo. Du hast das Beispiel mit dem 100.000 Leute-Stadion gebracht. Das heißt, nur 3 Leute wissen, was wirklich abläuft, und die anderen haben ein anderes Bewusstsein. Könnte es, ich frage jetzt wirklich als Remote Viewer Laie, sprich, ich habe noch nie sowas gemacht und ist, glaube ich, auch nicht mein Ding. Könnte es sein, dass das, was sozusagen da in diesem Raum, Bewusstseinsraum, geschaut wird, auch unser, sag ich mal, die vielen Gedankenspiele der Menschen, was jetzt kommt, also auch ihre Ängste. Ja, ihre Ängste, NWO, wir werden zwangsgechippt, wir werden zwangsgeimpft, all das, oder es wird zum Bürgerkrieg kommen, also dass du auch das schauen kannst, ohne dass es sozusagen den Anspruch haben muss, es wird so kommen, so sieht die Zukunft aus. Habe ich das ja richtig? Ja, deswegen habe ich das mit der Bewusstseinsentladung vorangestellt. Genau das ist momentan unser großes Problem. Das Kollektiv ist so entbrannt, dass alle, ja, das ist Teil des kollektiven Feldes, Ängsten, Sorgen, Nöte. Ja. Normalerweise, du kannst das mit 2 Sachen, wie immer bei RV, beheben, mit vielen Viewings und viel Zeit, nämlich einer Projektarbeit, die noch dazu, bitte, am Thema vorbeigeht. Deswegen sage ich das immer und immer wieder über die Jahre. Simon, dann fühlst du mit dem Berliner Alexanderplatz oder sowas in einem Jahr und guckst dann mal, was die Leute machen. Dann bist du halbwegs draußen aus diesem Feld und kannst in Ruhe deine Infos einsammeln. Mhm. Das funktioniert aber momentan auch nur sehr bedingt bis müßig, ja, weil alle voll Corona sind. Also es ist, ja, verstehst du, das ist unser Problem. Es sind alle übervoll damit. Ja. Und ich schätze, in einem Jahr auch noch. Ja. Okay, ist da noch was aus diesem Schauen? Ja, da kommt noch was. Ja, natürlich. Okay, hallo. Bitte. Es sind schon noch ein paar Hinweise auch mit drin, ein paar sehr interessante Wirtschaft. Es ist, als würde alles Gold wertlos. Was ist denn das jetzt, Dedo? Ich lasse es mal so stehen. Man könnte jetzt viel darüber sagen. Da gibt es ja jetzt auch schon so Theorien, ich lasse es mal, es ist, als würde alles Gold wertlos. Es würde von einer Werteneudefinition geredet, von einer neuen Originalität. Was ist original? Was sind echte sogenannte Assets und was nicht? Und da gibt es ja jetzt auch schon so, ja, in den alternativen Bereichen Neuentwürfe, die sagen, wir werden auch das Gold wird keinen Wert mehr haben. Ne? Wird keinen Wert mehr haben. Gut. AOL. Viele Räder laufen miteinander, es ist faszinierend, es ist perfekt, geschmeidig, dann wird Dreck hereingeworfen, es knirscht und rumst mit einmal, steht alles still, gut, das haben wir erlebt. Die lassen sich alle Optionen noch offen und entscheiden das später. Wirtschaft. Das würde bedeuten, deswegen habe ich das vorhin auch wieder so vorausgeschickt, die halten das Ganze jetzt in einem Spannungsding um in die ein oder andere Richtung, das spricht auch für ein fingiertes Handeln im Hintergrund, um es in die ein oder andere Richtung nach Belieben abzubiegen. Ja, wobei ich sehe ja, obwohl wir momentan deflationäre Tendenzen haben, eher dieses Inflationäre, was natürlich auf uns zukommt, wenn du mich jetzt als Mensch fragst. Aber frag nicht. So, weißt du, wieder so Kinder vor Geldschein stapeln, wie in Weimar. Da gibt es so ein ganz tolles Foto. Wie Bauklötze tun die da. Also, aber das habe ich als Mensch jetzt gesagt. Das war meine Einschätzung als Frank, gell? Okay. Obwohl, ganz kurz, aber wirklich kurz.
Ich habe ein kurzes Video von Jens Spahn aus dem Bundestag, glaube ich, war das, wo er gesagt hat, es kann sein, dass die Zeit kommen wird, wo wir um Verzeihung bitten müssen. Ja, ich weiß. Ja, beim Bund haben wir das gesicherten Rückzug genannt. beim Bund nannten wir es gesicherten Rückzug. Was wolltest du sagen? Also, die bauen vor. Ja, exakt. passt gut zu dem Transporterbild, was wir hatten. Vielleicht sind sie ja tatsächlich sich bewusst, dass... also ich empfinde momentan so ein Deutschland 45 Gefühl habe ich so in mir drin oder in Deutschland 89. Ich rede mit unheimlich vielen Leuten, die mir sagen, das ist alles nicht mehr sinnvoll. Ja, ja, so ist das. Ja, ja. Und es, ja. Okay. Dann habe ich gefragt, ja, wird dieses tolle Werk da und so, wird das wieder laufen? Nein, das ist zu viel Detailarbeit. Man macht was Neues draus, besser ab- und umzubauen als zu reinigen. Also die ganzen Sandkörner aus den Getrieben sozusagen nehmen überall. Das wird nichts mehr, es wird ab- und umzubauen. Genau. Es wird neu gebaut. Also was wir im Hintergrund momentan haben, ist eine neue Welt, die für uns aufgebaut wird. Und man wird es uns zeigen, wenn wir es sehen dürfen und vorher nicht. Ja? Also wirtschaftlich jetzt, gell? Das ist ja dann spannend, ob wir sozusagen nur Popcorn auf der Couch essen und Glotze schauen und uns die Show angucken oder ob wir jetzt tatsächlich in eine Phase eintreten, wo uns dieses nochmal bewusst wird. Bewusstsein schafft Realität. Bewusstsein schafft sogar Materie. Ne? Es gibt ja Leute, die sich einen Krebs wachsen lassen können. Ja? Und der verschwindet, wenn die Botschaft angekommen ist, verschwindet der wie ein Schneeball auf dem... Ja, allerdings, lieber Götz, da alle ja genauso hypnotisiert sind, wie sie sind, sind sie passiv. Die tun ja jetzt keine neue Wirklichkeit visionieren, sondern die haben alle Angst. Und damit sind sie voll... Das ist das geistige Gefängnis. Und dann passen sie noch aufeinander auf. Also da kannst du keinen Start mitmachen momentan. Das Thema Angst nochmal, weil wir kommen jetzt zum Schluss der heutigen Session. Es sei denn, da ist jetzt noch ein wirklicher Knaller drin oder so. Ja. Also 10 Minuten bräuchten wir noch. Ja. Angst. Du kannst in einem Zustand der Angst keine Kreativität entwickeln. Keine Lösung finden. Okay, nein, dein Denken ist blockiert. Dann mache ich ganz schnell, aber ich will ein paar Sachen unbedingt rüberbringen. Für die Zeitsachen sind absolut schwierig immer. Für die nächsten 6 bis 9 Monate Prüfung schwierig, steinig, Transformation, Neuordnung, Zusammenbruch, auch wirtschaftlich, gesellschaftlich. Menschen müssen wie durch einen engen Tunnel. Meine Interpretation, das hört sich nach einer Geburt oder Neugeburt an. Und ich gehe auf die Alt-Sessions zurück, also der Geburtskanal, die Alt-Sessions zurück, das sind Alt-Sessions auf neutrale Zukunft, die waren positiv. Wir haben es auch in den alten Interviews gesagt, die Menschen denken anders, Vergangenheit wird als dunkel und schwarz gesehen, noch nicht festgenagelt, jedoch unsichtbare positive Tendenzen überwiegen. Da wird schon mal so ein Zeithorizont Jahre, 3, 5 Jahre. Interessant dabei, Achtung, Asterix-Dörfer tauchen da auf. Kollektive, dezentrale Überlebens- und Gemeinschaftsinseln, Interpretation. Dann wieder, Amerika wird wie Russland. Ich tue es einfach mal in den Raum rein. Ich weiß nicht. Ihr könnt mir denken, weil die sind ja auch sehr, haben eine dezentrale Nahrungsbasis, dass da sowas reinspielt. Ja? Haben alle ihren Hausgarten und kennen noch die alten Einmachen und sowas. So, unsinniges Reagieren der Menschen, habe ich gesagt, sie kaufen, lassen wir weg. Okay, ganz wichtig, nicht im Außen kämpfen. Ich bin weg von der Session, ich bin beim Fazit. Nicht im Außen kämpfen, keine Revolte machen. Wandel entsteht durch Bewusstsein. Eine geistige Position beziehen, keine Beteiligung an Widerständen, ist meine Sache. Die werden nur wieder missbraucht. Das hatten wir 1917, das hatten wir immer. Leute benutzen diese Bewusstseinsenergie der Menschen und lenken sie dann ab für ihre Zwecke. Das war immer so. Friede, in Resonanz gehen mit solchen. So, du wolltest also, noch was sagen?
Großorganisationen, ne, wem man sich da anschließt. Also mein Rat an alle, schließt euch nirgendwo an, wo irgendwelche Zentralen sind, irgendwelche hierarchischen Strukturen, sondern einfach nur die Menschen, die in eurer Umgebung sind, ja, mit denen ihr merkt, ja, die haben die gleiche Wellenlänge. Ich denke, wir haben es auch in dem Gespräch schön rausgearbeitet. Lösung ist ein individueller Akt hier. Es werden Fragen an uns herangetragen und wir haben individuell Stellung zu beziehen und zu antworten. Jeder. Die Flucht herein wieder in Organisatoren, Gruppen, Massen wird missbraucht. Das habe ich eben hier auch in der Session gesagt. Es wird missbraucht. Ja, ja. Ja. Da würde ich mich jetzt auch festlegen, weil es so eine deutliche Schablone ist. So. Und dann sind wir im Grunde schon beim Ende, wenn ich Worte finden sollte. Es ist ein Vielebenen-Konflikt, da sind wir jetzt leider nicht drauf eingegangen. Und jetzt manchmal, ich hatte da mit einer Freundin vor langen Jahren, hatte ich mal ein Schlüsselerlebnis und ich werde es hier trotzdem auch tun. Ich werde meine letzte Wahrheit dieser Sachen in ein Bild packen und dann sagen alle, oder die meisten. Ich habe lange Jahre, 40, 30 Jahre, habe ich mich für deutsche Geschichte interessiert und wie die zwei Weltkriege zusammenkamen. Dann im Jahr 2012 war der Friedman vom Council on Foreign Relations vor einem Mikro und hat gesagt, unser Interesse war es immer, über die letzten 100 Jahre Deutschland und Russland zu trennen. Da dachte ich mir, boom, das war ein Download für mich. Der hat ja alles, was ich an Metern Bücherregal hatte, hat er damit in Frage gestellt. Ja, so. Und das habe ich dann einer Freundin erzählt, mit der ich gerne rede. Und die hat gesagt, du, das ist jetzt nicht so, ich habe eine Schlüsselinfo und so. Du, das ist jetzt aber, glaube ich, nicht so wichtig, was da irgendeiner mal gesagt hat. Also du kannst Leuten wichtigste Sachen sagen. Wenn in ihnen nicht der Samen da ist, dann wird es nicht erkannt. Und, so, und damit möchte ich trotzdem meinen Schluss hier machen. Wenn die Leute wissen möchten, was meine letzte Wahrheit ist, da gibt es einen zugegeben amerikanischen Film, der nennt sich Platoon. Okay, Platoon, ein Kriegsfilm, alter Kriegsfilm. Und da wird nach einer Stunde 49 ist da eine Endszene. Da wird dieser Soldat, und wir lassen mal alle Polemik weg und so weiter, ja? Alle Polemik weg. Von diesem Film, der ist natürlich national eingefärbt und so, der wird weggeflogen. Und dann denkt er so, und dann resümiert er über seine Zeit in Vietnam, und der Schlusssatz, auf den ich dann aufmerksam machen möchte, und das Zitat ist, wir haben nicht gegen den Feind gekämpft, wir haben gegen uns selbst gekämpft. Okay? Und ich lasse die Leute hier, wer ist uns selbst? Wer ist uns selbst? Wir kämpfen im Außen einen bestimmten Krieg, du bekämpfst einen Feind, der in deinem Inneren unerlöst ist, als Schatten im Außen. Okay? Das ist der Krieg, der uns auch im Außen als Licht und Schatten inszeniert wird. Und das ist der Krieg in uns. Das ist kein Geschwurbel. Du willst was sagen? Oh, ich kriege gerade so eine Gänsehaut, weil wir Sonnabend hat und Earthsea. Ein Film, glaube ich, Earthsea heißt der. Okay. Und da kommt genau dieser Held, der Held, der kämpft gegen die Dunklen und bekommt dann eine Ausbildung von einem Meister und der gibt ihm auch seinen Namen, ne? Du heißt Buntfalke. Und dann, du musst den Anführer der Dunkelkräfte, den musst du, und dann fragt der Anführer, ich habe es noch nicht ganz selber, wie ist mein Name? Und dann flüstert er ihm ins Ohr, Buntfalke. Also sein eigener Name, das ist so, flüstert ihm, und dann löst er sich auf. Ja. Und das ist das Märchen Rumpelstilzchen. Da ist das auch mit drin. Ja. Ja? Solange ihr meinen Namen nicht kennt, ja, also das, was in mir tief verborgen ist, kann ich Macht über euch gewinnen. Ja. Ey, ist das Hammer, das sind ja Synchronizitäten. Ja, das ist momentan dieser globale Konflikt, das ist keine Flucht von mir ins Spirituelle, wirklich nicht. Dann würde ich eher, ich weiß, es ist das Letzte, was ich an Wahrheit hier anbieten kann. Und ich glaube, ich bin mir sicher, damit liegen wir richtig. Ja. Dieser ganze inszenierte Kampf, auch sei es auf der 3D-Schaubühne, lichte und dunkle Kräfte, der dann über, das ist alles wahr, der sich über mehrere Dimensionsebenen fortsetzt. Himmlische Herrscher, dämonische Schalen. Ja. Das mag, also ich denke,
tatsächlich, damit kommen wir der Wahrheit am nächsten. Ja. Aber letztlich, und wir haben alles gesagt, Universum ist Bewusstsein, aus Bewusstsein gemacht. Und wir sind ein holographischer, gespiegelter Teil dieses ganzen Bewusstseins. Und der Kampf, der jetzt tobt und der hier ausgelöst, der Waldbrand, ist in uns. Das ist in uns, mein Lieber. Vielen, vielen Dank, lieber Frank. Es war mir eine Freude wieder mit dir, Götz. Auch, also die Synchronizität, gerade Sonnabend bekomme ich diese Geschichte erzählt von dem Buntfalken. Denk sofort an Rumpelstilzchen, jetzt kommst du, Platoon, ne, heißt der Film? Ja, Platoon, alte 80er Jahre Vietnam-Film. Ja. Okay, also, das ist das Fazit. Dann brauchen wir auch jetzt nicht hier aus dem Handy oder aus den 1000 Videos mit den neuesten Dings, sondern und diese Dunkelheit mit Liebe ausleuchten. Ja, okay, jetzt fange ich an zu predigen. Schluss aus. Vielen Dank, lieber Frank. Ich danke dir. Danke dir. Hat mir Spaß gemacht. Ja, darum geht's. Machen wir Schluss? Ich muss mal ja, ich will meinen Zuschauern noch, willst du noch ein Schlusswort sagen? Sonst nein, ich habe das, nee, das Schlusswort ist, dass der Kampf, das ist so. Das okay, ist mein ja. Deswegen bedanke ich mich bei euch, dass ihr diese Stunde zugeschaut habt, in dieser Zeit, wo wir bombardiert werden mit Videos. Aber genau darum geht's. Um mehr nicht, aber auch nicht um weniger. Jeder darf jetzt das erkennen. In sich findet dieser Kampf statt, beziehungsweise wird da beendet. Genau. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und neue Horizonte gibt's ja noch. Ciao.